Hallo. Herr Müller. Ja, was ist los? Ich habe das Feld fertig geerntet und wollte Sie fragen, wohin mit den Sojabohnen? Gucken Sie mal, ob das die 69 auch schon bereit ist. Ich glaube, die war zuletzt noch nicht ganz bereit. Oder ob Sie vielleicht lieber noch eine Nacht drüber schlafen, sag ich jetzt mal. Also, keine Ahnung. Ich fahre da jetzt mal hin. Also der Anhänger ist jetzt zu 33% gefüllt. Das sind irgendwie 13.000 Liter ungefähr. Sind da rausgekommen. Na, das ist doch schon mal schön. Nicht schlecht, würde ich sagen. Das ist sehr gut. Das Feld ist teilweise, also ich würde noch eine Nacht schlafen. Moment, ich guck mal gerade in ein Satellitenbild rein. Also, weil da ist hier halt so ein bisschen noch sehr viel. Ja, die obere Hälfte können sie schon machen. Die Frage ist halt, ich habe mal gehört, dass es, wenn man ein bisschen länger wartet, dass es dann mehr Ertrag gibt. Also nee, das ist Aberglaube. Echt? Ja. Habe ich auch gehört eine Zeit lang und dann habe ich rausgefunden, dass es nicht stimmt. Okay, dann stelle ich mir den Anhänger dahin. Gab verschiedene Feldstudien dazu. Oh. Es stimmt wirklich nicht. Der einzigste Unterschied, den es ausmacht, ist die Düngeanzahl und so Zeug. Naja, okay. Und ich hoffe, Sie lassen sich ein nettes Trinkgeld dafür einfallen. Sie wollen Trinkgeld von mir. Naja, sonst mache ich das ja jetzt nicht. Ne, gute Arbeit wird auch gut entlohnt. Gut. Dann lasse ich mich mal überraschen. Jo, machen Sie das mal. Okay, tschüss. Tschüss. Ist er nicht mal fertig und will schon Geld haben? Ich stelle die, glaube ich, einfach mal auf die Seite, dass da wieder Platz ist. Ups. So. Wieso sehe ich denn hier nichts? Ach so. Jetzt vielleicht? Immer noch nicht. Ey, Mann! Irgendwas ist da komisch gerade. Hä? Oh. Ah, jetzt. Wasser ist voll und Mist ist voll und Wasser auch fast. Das ist gut. Hallo? Ja, Volker Varuna hier. Ja, Moment mal, Hans-Peter, ja? Wie schaut's denn aus mit dem Gewächshaus? Ja, ich komme jetzt gleich runter. Na, ich warte ja schon. Ja, Hans? Gut, bis gleich. Tschüss. Ja, du.
Die Leute sich immer so viel Zeit lassen. Schäfchen sauber machen, das ist wichtig. So, was haben wir denn hier? 21 Schäfchen. Vielleicht sollte man da auch noch mal ein bisschen zulegen. So, warte mal, ich stell mal das Feld hier gerade auf zum Verkauf. Direktverkauf, so nennt sich das. gut, ein Feld habe ich schon mal los, das andere werde ich auch noch verkaufen. Und dann haben wir hoffentlich gleich noch ein Gewächshaus. Wenn er das heute Abend noch hinkriegt. Na, warte mal, ich rufe den mal vorher an. Olga? Hallo? Willst du denn hinhaben? Na, hier hinten. Aber ich komm dir hinterher, ich fahren. Klingelingelingeling. Telefon, warte mal kurz, Jürgen. Klingelingelingeling. Volker Varuna, hallo? Klingelingeling. Hallo? Soll ich Sie anrufen? Ja, was ist ein günstigen Drescher, den Sie haben? Was kostet der? Günstigen Drescher. Ja, aber nicht so eine alte Mühle. Wenn Sie von günstig reden, also mindestens 105.000 müssen Sie investieren, plus Schneidwerk. Das Schneidwerk, also 140.000 ungefähr. Können Sie mir gerade mal sagen, was das für einer ist? Das ist der Rossemesh Nova 33. Okay. Schneidwerk mit Wagen dran oder ohne Wagen dran? Also das ist jetzt ohne Wagen berechnet. Wenn Sie das meinen. Okay, haben Sie auch einen Drescher, wo das Schneidwerk als Wagen umgebaut werden kann? Ja. Was kostet denn der? Aber der ist viel teurer. Na, sagen Sie mal an. Der kostet der Drescher 300.000? Nochmal bitte, ich hatte so ein Rauschen. 300.000? Das ist 360.000 insgesamt. Okay. Gut, dann melde ich mich nochmal. Und was war der Kleine? Wie viel hat der gekostet? 140 circa. Okay, gut, danke erstmal. Ja. Tschö. Tschö. Das sieht ja toll aus. Ach so. Jürgen, hast du aber ein ordentliches Ding hingestellt. Ja. Können wir da reingehen? Ja, auch nicht, gell? Nee. Okay. Gut, was kriegst du denn jetzt noch? Moment. Was soll ich sagen?
Komm mal in den Taschenrechner hier. Das war jetzt Tomate, gell? Nee, Salat wolltest du. Ich wollte Tomate. Nee, ah, nee, Salat, stimmt. Salat gesagt. 6250. Mach 6,2. Okay. Dann, geht gerade nicht. Ja. Dann... Jetzt. 6200. Dankeschön. Dann würde ich gleich noch eins für Tomate bestellen. Eins für Tomate direkt noch. Jo, ja. Kannst du ja auch direkt daneben dann. Direkt daneben. Aber vielleicht ein bisschen nach hinten versetzt. Ja. Da ich vorne ein bisschen mehr Rangierplatz habe. Ja. Gut. Wenn du mir gerade einen Schlafplatz hier gibst, hier unten, dann kann ich das direkt hier runter bestellen, wenn du willst. Dann ist das morgen da. Klar, ich hab da drin Platz. Ja, dann bestell ich das gerade hier runter. Jo, mach das. Wir können ja mal reingehen und dann trinken wir noch einen zusammen. Jo. So. Kann mal gucken. Was haben wir denn? 4, 6, 11 Stunden? Oh, Volker, ich bin glaube ich auf deiner Couch eingenickt. Ja, gut, so schnell geht's. Ja. Moment, irgendjemand hat mir eine SMS geschrieben, der Herr Müller. Ich rufe den mal kurz an, Moment. Oh, das liegt schon hier drüben, perfekt. Ich baue das gerade auf dann, ne? Jo. Hallo. Hallo, Herr Müller. Ja, das, was ich Ihnen gestern Abend geschrieben habe, stimmt jetzt nicht mal so ganz, weil eigentlich wollte ich Ihnen nur sagen, beziehungsweise jetzt ist eigentlich der Großteil des Feldes erntereif, nur ist nur noch so, wo ist er denn hin? Ah ja, gerade eben ist er reif geworden. Hat sich also komplett erledigt. Nur hier auf dem Streifen blüht noch was. Jo, jetzt machen Sie erstmal das, was geht und dann sehen wir weiter. Ja, jetzt ist doch irgendwie alles reif geworden. Das passt schon. Okay, top. Danke, tschö. Oh, eieiei, bist du fleißig, Jung. Geht ja richtig ab bei dir. Reingehasselt werden, ne? Ja, fall nicht vom Dach, ne? Ey, nee. Schon auf. Dann kann man bei den Schäfchen wieder sauber machen. App. So, bitte dir. Oh, Moment. Kostet genau das gleiche wieder. 6,250. Ja. Moment. Jo. Dann kriegst du jetzt 6.000, dann passt's. Jo, merci. Gut, ich danke dir, ey. Das ist großartig. Muss ich gleich mal hier Mist reinfüllen. Zum Glück habe ich beim LU welchen gekauft. Ja, dann viel Spaß, ne? Jo, danke. Tschüss. Ciao.